Hallo Leute, neue Folge GTA 5 und wir fliegen mit dem Flugzeug, also mit Turbo, mit dem Flugzeug nach North Yankton, um zu schauen, was in Michaels Grab drin liegt. Michael hat gesagt, es wäre ein Sandsack mit irgendwie Glasscheiben oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und wir wollen jetzt schauen, ob das stimmt. Unter der Brücke doch, 1,50 durchflogen, was? Scheiße, ein paar Chinesen wollten wissen... Ein paar Chinesen suchen dich. Alter. Wollen wissen, wo du rumhängst, glaube ich, es sind Chings Leute. Hab nicht gesagt, wo du bist. Boah, ich lese und gleichzeitig noch drauf achten, ob er ins Meer reinfliegt oder nicht, ist ein bisschen schwierig. Alter, man sieht das Meer auch überhaupt nicht. Bin ich gerade so hoch oder? Oder sieht man es einfach nicht? Alter, bitte nicht. Boah, zum Glück nicht. Okay, man wird teleportiert. Wird man da immer teleportiert, wenn man dahin fliegt? Das wäre schon ziemlich genial. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist bloß missionsbedingt. Aber ich habe gehört, dass man irgendwie immer nach North Yankton kommt mit irgendeinem Glitch oder so. Hauptsache, da liegen erstmal schon mal Schaufeln und alles rum. So, jetzt. Müssen wir das mal ausgraben. Husband, Vater, Freund. Ach, der war damals schon Vater. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for? Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger. You ain't got the guts. Take the fucking shot. Who is that? Fuck! Fuck! Joe Phillips, Mr. Chow has requested a word. Hey, ho, ho! I'm not the guy you're looking for. Hey, come to me, come to me! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker. Steig in das Auto. Warum schießen die jetzt? Warum schießen die jetzt auf mich? Ist mich verarschen oder was? Alter. Alter, what the fuck? Aber wie stellen die sich denn bitte vor mit der Pistole? Oder habe ich mehr dabei gehabt? Ja, ich kann mal nachschauen, ob ich auch mehr als eine Pistole habe. Nee.
zum Umfallen und gleichzeitig weiterschießen. Warte. Gott. Oh Gott! Na, ich muss wieder von Anfang anfangen, oder? Ja, natürlich. Das ist doch einfach nur beschissen. Der lebt doch noch! Alter, willst du mich verarschen oder was? Jetzt verfahren die mich aber. Alter. Warum geht der eigentlich hoch, um nach da drüben zu schießen? Alter, manchmal frage ich mich ja schon, was... Oh Gott. Lebt doch noch. Ich hab das rote Kreuz noch nicht bekommen. Alter. Boah, warum sind die immer hinter den Mauern und dann visiert durch dieses dreckige Auto eben immer die Mauern an? Alter. Jetzt Munition holen.
confused pieces of shit! You are going nowhere, Mister! Sag mal, wo ist denn der Typ jetzt eigentlich? Ja, jetzt will ich hoffen, dass es nur noch wir beide sind. Also willst du mich verarschen? Aber wo steht denn der? So, komm schon. More vans, of course. If you were local, you'd know the train. Wohin? Jetzt wohin? Trevor. Fuck! You got nowhere to go, boyfriend. Alright, alright. Get out the fucking car. Das ist schon ziemlich verrückt. Jetzt nehmen die uns gefangen, obwohl sie eigentlich Trevor suchen. Und Trevor ist schon wieder auf dem Rückflug. Fliegt zurück zum Flugplatz von Sandy Shaw. Okay. Ne, Moment. So. Ne. So. Und werden dann noch angerufen. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County. But your business and your temperament prevent me from making inroads. Ah, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover. Yeah, right. It's a tough break. I never want to double cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Jetzt bringen die am Ende noch Michael um. Oh oh. So, und wir sind das nächste Folge wieder. Danke fürs Anschauen und tschüss. Bewerten nicht vergessen.